Hi, willkommen zurück zu The Last of Us. Letzten Part, ja, ist Tess von uns gegangen oder hat sich mehr oder minder geopfert, damit wir abhauen konnten. Sie war infiziert und ja, wir haben den Soldatenangriff überlebt, aber sind ein bisschen arm an Munition. Weil. Okay. Ich habe keine Zeit zum Labern, ich muss weg. Ah, wird auf mich geschossen. Warte, was ist da voll? Stell mal ein Medikit her. Ja. Die Soldaten sind wir hoffentlich jetzt los. Hier unten in der U-Bahn. Zurück werde ich auf keinen Fall gehen. Aber U-Bahn. Oh, bin sie noch nicht los? Okay. Ich muss mich beeilen. Oh, nee. Wie kannst du das verdammte Zeug einatmen? Ich hab dich nicht angelogen. Hast du sie? Nein, alles leer. Ich hab nichts gesehen. Ich suche hier. Such hier drüben. Okay. Die will ich mal versuchen, lautlos zu killen. Und Ellie ist wirklich immun gegen Wo ist dieser das Sporenzeug. Okay. Mein Brett ist kaputt, du Arsch. Der andere hat das zum Glück nicht mitbekommen. Wo ist der? Oh fuck. Von wegen, der hat das nicht mitbekommen. Er weiß, wo ich bin. Aber gleich nicht mehr. Oder war das einfach nur ein Warnschuss? Einfach mal schießen. Okay. Ich hoffe, hier sind sonst keine. An U-Bahn habe ich auch nicht so gute Erinnerungen. Da haben wir letztes Mal lauter Klicker getroffen. Und wenn hier Sporen sind. Naja, man kann es sich schon denken, was hier unten sonst noch so rumfleucht dann. Aber hier gibt es reichlich Raum für versteckte Items. Ich muss es positiv sehen. Ich habe keine Kugel gebraucht für die Soldaten. Gehen wir in den Zug rein. Da könnte nämlich was drin sein. Aber das sieht nicht so aus. Hier vielleicht? Sieht alles ziemlich verlassen aus. Bei dem Zustand auch kein Wunder. Oh, hier ist Wasser. Das ist nicht gut. Ich kann nicht schwimmen. Genau deswegen. Wir müssen also eine Methode finden. Wie wir. Ellie, würdest du dich verpissen? Ich will gerne noch in den anderen Zug reingucken. Ellie, danke. Wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, dass wir Ellie mitbekommen. 14 Jahre und nicht schwimmen. Okay, okay. In dieser Welt lernt man. Hat man wohl keine Zeit, das zu lernen. Okay. Wenn ich mich richtig erinnere, muss man ein Brett holen und dass sie dann da drauf kann. Das muss ich jetzt bloß noch finden. Kann tauchen. Kann ich unbegrenzt tauchen? Nein, kann ich nicht.
Ja. Wo ist denn dieses Brett? Ich weiß, dass man so ein Brett holen muss. Ich weiß aber nicht. Okay, da kann sie stehen. Vielleicht kommt das mit dem Brett doch später, weil sie da noch lang kann. Okay, hier kann ich auch stehen. What the fuck? Warum kann ich hier nicht weiter? Ich hätte gedacht, ich muss hier durch. Ist anscheinend nicht so. Vielleicht hier rechts. Links meine ich. Kann ich da drunter tauchen? Ja. Ne, ist nix. Okay. Habe ich mir eingebildet, Leute. Ich tauche mal auf, um Luft zu holen. Ich will ja nicht, dass ich ersticke. Ist das eine Tür oder warum kann ich... Ja, das ist eine Tür, okay. Trell, beeil dich mal ein bisschen. Da ist ein Durch. Oh, scheiße, ich tauche mal lieber auf. Kann ich da so rüber? Ja, das ist, glaube ich, besser. Aber da könnte was drin sein. Das sieht nicht so aus. So. Dann hoch. Danger, hm? Ich bin in Danger. So, Ellie ist da. Jetzt muss, glaube ich, die Stelle mit dem Brett kommen. Genau, da ist es. Nee, das ist eine Leiter. Hallo? Das konnte ich doch... Sie geht noch. Eine Leiter. Ich konnte das eben anwählen. Oder auch nicht. Ja, da ist für Ellie's Endstation. Ich muss ein Brett finden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das so war. Da ist es. Und die Leiter ist, glaube ich, so. Ich muss Ellie, glaube ich, jetzt hier rüberholen. Und Ellie macht dann die Leiter runter. Und dann kann ich da hoch. Steig drauf. Wirklich? Ellie. Okay. Vorsichtig. Ja. Ich bin ganz vorsichtig, Ellie. So. Geht sie automatisch hoch? Gut. So, dann mach mal die Leiter hier runter. Ja. Ellie hat eine gute KI. Wie gesagt, es ist überhaupt nicht nervig, sie dabei zu haben. Ich hab sie. Sie agiert super alleine. Das hat Naughty Dog gut hingekriegt. Ich habe das schon mal im vergangenen Part gesagt. Escort-Missionen sind immer so ein Ding, aber in The Last of Us. Ist Ellie eher ein Supporter als ein Ballast. Man hat es ja eben. Oder im letzten Part bei den Soldaten gesehen. Da hat mich ein Soldat angegriffen und sie hat ihn von hinten mit einem Messer in die Schulter gestochen oder so. Also sie unterstützt einen schon. Auch wenn Joel sie noch im Moment dafür verantwortlich macht, dass Tess gestorben ist. Weil ohne Ellie... Ja, hätten wir das hier alles gar nicht auf uns genommen und Tess wäre nicht infiziert und so weiter. Hey, also, wegen Tess
Ich weiß nicht mal, okay, was... Okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Echt? Autos gibt's noch? Fährt das auch? Oder sieht das wie der Rest aus? Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Wow. Was? Nichts, ich hab nur sowas noch nie gesehen, deshalb. Etwa den Wald? Ja, im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Ja, sie ist halt in der Zone aufgewachsen, ne? Warum bewegt sich Joel nicht schnell? Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Ah, jetzt. Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Okay, in einem der vergangenen Parts hat Tess noch gesagt, sie wird es schaffen. Wahrscheinlich, um Ellie zu beruhigen. Oh, hey, Kleiner. Ach, den Hasen meint sie. Ich dachte schon, hä? Mit wem redet sie? Okay. Muss ich hier weit? Nee. Da muss ich weiter. Ich habe zwar schon so Pillen gefunden, aber ich glaube, hier war irgendwo noch was versteckt. Ja, da hinten. Ich sehe es schon. Ich werde in keinem Gebiet straight durchlaufen. In keinen. Überall kann was sein, was nützlich ist. Diese komischen... Hier, diese Klingenbänder, Lumpenalkohol, die kann man zwar reichlich finden, aber hier, diese Kapseln und die Zahnräder sind relativ selten und daran möchte ich halt nicht vorbeilaufen. Da war ich eben schon, ne? Ja, das war die andere Seite. Ach, mein Orientierungssinn, ja. Das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. So. Okay, was ist das hier? Lincoln. Das sieht ziemlich zu aus. Oh Mist. Klettern wir rauf? Nein, da oben ist ein Stacheldraht. Wir müssen irgendwie drum herum. Na, aber hier oben mein Tor ist kein Stacheldraht. Oder? Nee. Nur da. Ah, wir tun mal, was Joel gesagt hat. Wir... Wow, da! ...schon erwähnt hat. Wir tun, was er sagt und wann er es sagt. So, ich muss... Kann ich da rein? Nein. Ich kann da wahrscheinlich hoch. Jo. Ich gehe da mal hoch und sehe mich um. Alles klar. Ist das ein Knüppel? Jupp, ein Eisenrohr. Mit einer Schere modifiziert. Das heißt, ich kann einen sehr gut den Schädel damit einschlagen. Ah, okay. Das wird mir jetzt sogar erklärt. Cool. An das Feature erinnere ich mich gar nicht mehr. Ja. Mist.
Tja, hier drüben geht's auch nicht. Ja, ich habe aber ein Brett gefunden. Damit komme ich wahrscheinlich oben drüber. Das mag ich auch an dem Spiel, dass es nicht die ganze Zeit rumballern ist. Na also. Das ist halt eine gelungene Abwechslung. So, jetzt bin ich drüber. Bist du das, Bill? Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Na? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Okay. Und der Rauch, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann sehen wir mal nach. Kennst du diesen Bill denn gut? Wenn du hier noch nie warst, Joel? Wer weiß, wie der drauf ist. Okay. Wir sind auf jeden Fall innen drin. Stein. Allerdings kann ich nicht herstellen. Kann ich... Die Nahkampfwaffe ist schon verbessert, ja. Dann habe ich genug davon. Ja, was ich bereits sagte, von diesen Scherendingern und so liegt relativ viel rum, wenn man sich gründlich umschaut. Die wichtigen Sachen sind eher seltener. Da ist ein Durchgang. Hier oben noch was? Wahrscheinlich. Nee, da war ich ja schon richtig. Wie gesagt, Leute, mein Orientierungssinn. Sei vorsichtig, nicht, dass du fällst. Nee, die Flasche will ich nicht. Oder? Ich habe einen Stein. Der ist mir lieber. Oh, da ist was. Meine Flasche. Jetzt habe ich sie doch genommen. Tausche ich gleich wieder gegen den Stein aus. Da unten ist eine Hütte. Ah, da ist jemand drin. Sieht nach Klicker aus. Ellie, sei leise! Ja, das ist ein Klicker. Oh Mist, bleib zurück! Den kann ich... Ah, warte, dafür ist die Flasche halt da, ne? Ja, die ich zurückgelassen habe. Wenn ich in den Rücken bin, kann ich ein Messer in den Hals jagen, nämlich. Gruselig. Ja, es sind auch reichlich Flaschen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, der bewacht was. Ja, genau, gehen wir dahin. Da war ein schönes Geräusch. Oh, ich hab gedacht, als er sich umgedreht hat, dass ich es nicht zu schnell angeschliffen habe. Aber es war noch in Ordnung. Da ist eine Tür, da muss ich, glaube ich, sogar wahrscheinlich rein. Was? Das ist alles? Da ist noch einer. Ah, der bewacht nichts, oder?
Der bewacht zwei Flaschen und das war's. Aber ich habe Angst, wenn ich die Tür da oben betätige, dass der das hört. Deswegen lieber killen. Mist. So, jetzt kann ich auch wieder Messer herstellen. Das heißt, mein Material wird ein bisschen leer. So. Kann ich wieder Klingen aufnehmen. So. Gehe erstmal hier oben noch lang. Er wird mir wahrscheinlich sagen, dass die Tür nicht aufgeht. Ja, das sieht so aus. Oh Mist, ist von der anderen Seite verriegelt. Das heißt, wir müssen durchs Haus. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir das uns aufkriegen? Kriegen wir schon irgendwie hin. Geht die Tür auf? Ja. Aber was ist mit der Tür denn da hinten? Ah, okay. Wäre das die sichere Tür gewesen? Weil da waren die Klicker relativ weit von weg. Hier drin ist ja nichts, oder? Fünf Zahnräder. Nochmal fünf davon. Wie viel habe ich jetzt? 40. 10 Stück noch. Dann können wir aufwerten. Ja, hier drin ist niemand. Hoffe ich. Nada, nix. Aber da ist was. Klebern, Klingen. Ne, da ist nix. Haben wir da was drin? Aha! Pistolenmunition. Weitere Zahnräder. Ich muss nur eine Werkstatt finden, dann kann ich die vielleicht aufwerten. Und ein Dokument. Erinnerung, mehr Pillen sammeln und ich muss mehr Munition beschaffen. Bleiben nur 3 Wochen bis zur nächsten Lieferung für Tess. Okay, das ist anscheinend von dem mysteriösen Bill. Aber ist das jetzt hier eine Sackgasse? Ellie steht da draußen. Nach einer Zeit gibt das Spiel halt Hinweise, wenn man... nicht weit. Muss ich sie tatsächlich darüber heben? Gut. Das geht doch hundertprozentig schief. Stell den Fuß drauf. Mach es nur auf, sonst nichts. Geh klar. Ich sehe schon die Zombie-Horde hier. Okay. Auf sie zukommen. Okay. Tada. Okay, das Spiel überrascht mich positiv. Danke. Nee, ich will tauschen. Meine andere hat einen besseren Prügel. So, wo muss ich jetzt hin? Also, dein Kumpel hat ein Auto für uns. Und was dann? Das ist die Frage. Dann suchen wir Tommy. Marlene meint, er ist dein Bruder? Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Oh, okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Okay. Er war ein Firefly. Zwerge? Ja, das sind Zwerge. Mann, ich hatte ein Bilderbuch mit Zwergen. Ich fand sie immer so richtig niedlich. Das sieht gut aus. Aber Feen nicht. Die machen mir Angst. Oh, verstehe. Hier sind auch noch Zahnräder. Das ist so eine Ecke, die man übersehen kann, wo es richtig dick was gibt. Und 10 Pillen. Nice. Das heißt, ich müsste 50 haben. Gut, dann tun wir mal die maximale Gesundheit aufwerten. Ja, und was es sonst noch so auf dieser Straße so gibt, das schauen wir uns dann im nächsten Part an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.